Herzlich willkommen, liebe Genussmenschen, hier auf meinem Kanal. Ja, besonders die Menschen möchte ich begrüßen, denen es um den Genuss von gutem Tabak und einer schönen Pfeife geht. Heute wieder einmal ein Tabak-Review von mir. Und zwar habe ich heute in meiner Pfeife den Cellini. Und geraucht wird der in meiner Freehand Poker, ja, in meiner selbstgemachten Freehand Poker. Und dazu trinke ich ein kühles Bierchen. Auf euer Wohl erstmal. Ja, der Cellini, da habe ich vor etlichen Wochen war es, hier auf YouTube die Review von Lotzbeck Nummer 1 gesehen. Der hat mich ziemlich neugierig auf diesen Tabak gemacht. Dann hat es eine Weile gedauert, bis ich ihn mir zugelegt habe. Und ja, jetzt habe ich ihn schon ein paar Mal geraucht und jetzt dachte ich, ich gebe auch mal meine Meinung dazu ab. Ja, riechen wir doch erstmal rein, was wir hier riechen. Tabaksbild blende ich euch noch ein. Ja, als erstes sticht einmal eine sehr angenehme Süße hervor. Eine fruchtige, leichte, ja, fruchtige Zitrusnote. Ein bisschen Honig. Und im Hintergrund begleitend nehme ich eine leichte Brotnote wahr. Und ich habe mir hier auch mal ein paar Fakten zum Cellini zurechtgelegt. Man kann sich nicht alles merken. Leichte Notizen gemacht. Ja, der Cellini wird vertrieben von Unitas. Vormals Planta und verblendet wurden hier Virginias mit Black Cavendish und Burley Tabaken. Ja, und es handelt sich hier um einen Mixstärke-Cut. Und die Aromatisierung, er ist ein Aromat natürlich, die beinhaltet oder geflavored ist dieser Tabak mit einem Orangencasing. Der Cellini wird mit einer, ja, er gilt eigentlich schon mit einer Aromastärke von 3 Punkten von 5 als Hocharomat. Kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Und die Tabakstärke, die liegt auch mit 2 von 5, also eher im unteren Bereich. Ja, der Preis, 50 Gramm liegen bei 8,90 Euro. Und der Cellini ist eigentlich ein OTC, also Over-the-Counter. Man bekommt ihn eigentlich im gut sortierten Zigarettenhandel, im Lotto-Geschäft. Ja, und der Pfeifentabakhandel,
Der sollte ihn eigentlich auch vorrätig haben. Ja, wie verhält sich der Tabak in der Pfeife? Er kommt eigentlich rauchfertig aus dem Pouch. Und man kann ihn rauslegen. Man kann ihn auch mal draußen ein bisschen vergessen, sage ich mal. Man nimmt ihn aus dem Pouch oder hier wie ich aus dem Glas. Und er lässt sich eigentlich rauchen. Entschuldigung. Ja, er brennt gut ab. Hinterlässt eine schöne weiße Ascheschicht. Der Cellini. Möchte langsam geraucht werden. Er ist, wenn man ihn ein bisschen zu stark zieht, wird er zur Diva, was man vor allem ja von den italienischen Fußballspielern kennt. Er wird dann ein bisschen zickig und bissig. Also er möchte behutsam geraucht werden. Er wird auch sonst ein bisschen heiß in der Pfeife, ist wohl den Virginias natürlich geschuldet und auch der Aromatisierung. Ja. Der Geschmack ist süßlich, wobei natürlich die Zitrusnote schon im Vordergrund liegt, aber nicht sich nicht aufdrängt, möchte ich ihn beschreiben. Sie ist spürbar. Und ihre zitrushafte Spritzigkeit kommt besonders beim nasalen Ausatmen. Nimmt sie nochmal Fahrt auf, da kommt sie nochmal schön durch. Die Aromatisierung und der Tabak, möchte ich behaupten, halten sich gut die Waage. Also die Aromatisierung ist da, der Tabak wird aber nicht in den Hintergrund gedrängt. Und das Aroma ist auf jeden Fall bis zum letzten Drittel der Pfeife vorhanden. Aber dann tritt doch etwas der Tabak in den Vordergrund, der aber sehr mild und ja, aromatisch ist, muss ich sagen. Natürlich auch durch die Virginia-Tabake behält er eine gewisse Süße bei. Aber nur unter der Voraussetzung natürlich, dass man ihn langsam genossen hat und ihn nicht zu stark gezogen hat. Wie gesagt, sonst wird er heiß und auch ein bisschen bissig. Brennt dann ein bisschen auf der Zunge. Also ich habe ihn jetzt in mehreren Pfeifen schon verkostet. Muss aber sagen, dass er mir jetzt hier in meiner Eigenbaupfeife schon am besten schmeckt. Ich habe ihn auch schon in meiner sehr geschätzten Kornkorb geraucht. Wobei ich sagen muss, dass dieser Tabak mir in der Kornkorb jetzt nicht so geschmeckt hat. Also im Bruyère-Holz entfaltet dieser Tabak nochmal sein Aroma, möchte ich sagen. Ja, mein Fazit zu dem Tabak ist eigentlich, er ist ein leichter, sommerlicher
Tabak. Ein All-Day-Smoke, würde ich sagen, den man zu jeder Tag- und Nachtzeit eigentlich genießen kann. Er steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Favoritenliste. Man muss jetzt oder ich muss jetzt auch nicht gleich losrennen, wenn das Glas leer ist und mir den nächsten Pouch holen. Aber wenn man sowieso Tabak einkauft, kann man ihn auf jeden Fall wieder mitnehmen oder sich schicken lassen, wenn man bestellt. Also wer einen milden Tabak sucht mit einer angenehmen, süßlichen Zitrus-Orangennote, der ist mit dem Tabak gut beraten. Ich kann ihn empfehlen, aber wie gesagt, Tabake sind Geschmackssache, da sollte sich jeder ein eigenes Urteil bilden und darum probiert ihn einfach mal aus und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr ihn dann getestet, probiert habt, ob er euch auch so gut geschmeckt hat wie mir. Ja. Bis dahin oder bis zum nächsten Video von mir wünsche ich euch eine schöne Zeit. Genießt eure Pfeifen, genießt eure Feierabende so wie ich. Bis zum nächsten Mal, euer Marco.